إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine ehrenwerten Geschwister, wir werden بإذن الله تعالى يعني das Buch Kitab al-Tawhid da ansetzen beziehungsweise يعني weitermachen, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Und zwar der Autor Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagt Babun, Kapitel, welcher heißt Qawlu Allahumma ghfirli in shit. O Allah, vergib mir, verzeih mir, wenn du möchtest, beziehungsweise wenn du willst. Yani damit, beziehungsweise so hat Sheikh al-Islam rahimahullah dieses Kapitel benannt. Allahumma ghfirli in shit. O Allah, vergib mir, wenn du willst, wenn du möchtest. Und hierzu hat Sheikh al-Islam rahimahullah ein Hadith als Beweis erwähnt, und zwar ein Hadith fis Sahih an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. أبو هريرة رضي الله عن überliefert vom Gesandter صلى الله عليه وسلم, dass er sagte, von keiner soll von euch sagen, O Allah, vergib mir, wenn du willst. O Allah, erbarme dich mit mir, wenn du willst. Vielmehr soll er dabei entschlossen sein. Denn der Diener, wenn er seine Angelegenheiten erfragt und erbittet, soll er dabei entschlossen sein. Denn der Grund dafür, erklärt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, erläutert am Ende des Hadithes, und zwar, فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Denn wahrlich, yani niemand kann Allah Ta'ala irgendeine Sache aufzwingen. Yani niemand kann von der Geschöpfe kommen und die Kompetenz dafür haben, die Fähigkeiten dafür haben, dass er Allah Ta'ala etwas aufzwingt. Denn die Angelegenheiten sind in Allahs Hand und nicht umgekehrt. Und erwähnt auch Sheikh al-Islam rahimahullah eine weitere yani, Überlieferung, und zwar wali Muslimin, und in Sahih Muslim ist folgende verzeichnet: wali yu'adhim ar-raghba fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tah. Yani der Wille des Diener sollte dabei yani stark intensiv sein. Denn es gibt nichts Großes, beziehungsweise nichts Gewaltiges für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nicht diese Sache geben könnte. Das ist der Hadith mit deren Überlieferungen, die Sheikh al-Islam rahimahullah hier als Beweisen angeführt hat. Sheikh Salih al-Sheikh
sagte gleich zu Beginn in seinem Scharh, in seiner Erklärung zu Kitab al-Tawhid, sagte, dass die wahre Verwirklichung des Tawhid ist, dass der Diener sich vollkommen, vollkommen in Demut und Gefügigkeit und Liebe und Anflehung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sich zeigt. Und dass er sich zeigt, dass er Allah ta'ala anfleht und dass er yani bedürftig ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und arm ist und Allah subhanahu wa ta'ala der Reiche. So sollte yani der Diener sein, derjenige, der Tawhid yani im fasten Sinne des Wortes verwirklicht. Denn Sheikh Salih, Al-Sheikh, und das werden wir yani da detailliert eingehen in der Erklärung von Sheikh Uthaymin Rahimullah. Jedoch, Sheikh Salih, Al-Sheikh, Hafizahullah, sagte, dass die Person, die sagt, Allahumma ghfirli in shit, o Allah, vergib mir, wenn du willst, er zeigt sich, yani diese Form in der Frage, sie gibt zu verstehen, dass der Fragende, yani der Mensch, er ist unbedürftig für diese Vergebung. Denn es ist so, wenn man zu einer Person sagen würde, if'al hadha in shit, if'al hadha in shit, yani tu es dies, wenn du möchtest, wenn du willst. Yani so die Sache nach dem Motto, wenn du es ausführst, dann ist in Ordnung, gut. Und wenn du nicht ausführst, dann ist auch gut. Jedoch der Diener in seiner Frage gegenüber seinem Schöpfer sollte nicht solchen Formen und solchen Satzbildungen und solchen yani, Satzstellungen yani, anwenden, die sowas zum Verstehen geben. Barakallahu fikum. Dann Imam Uthaymin rahimahullah sagt in seinem Scharh zu diesem Kapitel, dass Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah in diesem Kapitel yani Allahumma ghfirli in shit yani. Und dazu, sagt Imam Uthaymin Rahimullah gleich anschließend, erwähnt Sheikhul Islam Rahimullah der Hadith. Und der Hadith, sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah, von den Vorzügen des Hadithes sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Reiche ist und der Allfähige ist und Allahs Vorzüglichkeit gewaltig ist und Allahs Huld gewaltig ist. Und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, bedeutet, beziehungsweise ihre Ursprung ist, ja Allah. Allahumma, yani ihre Ursprung ist, ja Allah. Jedoch, Imam Uthaymin rahimahullah sagt, weil dieses Form des Bitten wird sehr oft angewendet, wurde die Buchstabe Ja im Arabischen, die Buchstabe Ja, wurde ausgenommen. Jedoch, sie wurde ergänzt mit der Buchstabe Mim. Jedoch am Schluss dann. Allahumma. Bedeutet es so viel wie Ja Allah, Ja Allah. Und wurde eben ergänzt, Ja durch Mim. Ighfirli, vergib mir, yani ighfir, yani es kommt vom Maghfira. Vom Maghfira, yani Vergebung. Und die Vergebung bedeutet, dass die Sünden, yani die Sünden zu verbergen
mit Vergebung. Yani, dass die Sünden, yani, sie zu verbergen und sie zu verstecken mit einer Vergebung. Mit einer Vergebung. Und Imam Uthaymin Rahimahullah sagt, dass yani, Al-Maghfira, das Wort, ihr Ursprung ist von Maghfar. Und Maghfar ist yani, der Helm. Ein Helm, welcher vom Soldat getragen wird, damit sein Kopf von den, yani von den Pfeilen und sonstigen Sachen, die er angegriffen könnten, yani wäre, geschützt ist. Und so ist auch, yani, wenn man diese betrachtet, Al-Maghfira, dass eben die Sünden yani zu verbergen. Und so, wenn man den Helm aufsetzt, so verbergt man den Kopf unter diesem Helm, um ihn zu beschützen vor den Pfeilen. Barakallahu fikum. Und hier sieht man auch yani, die Schönheit von dieser Sprache, der arabische Sprache. Und die Aussage von Sheikh al-Islam, beziehungsweise bevor wir darauf eingehen, die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, in shit, yani, wenn du willst, yani, Allahumma ighfirli in shit, wenn du willst. Yani, dies bedeutet, die Bedeutung davon ist, sagt Imam Uthaymin rahimullah, wenn du willst, vergib mir. Und wenn du nicht willst, so lass es sein. Das ist die Bedeutung davon. Und das ist eine sehr negative Bedeutung. Yani, wenn du willst, vergib mir. Und wenn du nicht, dann lass es sein. Und die Aussage von Sheikh al-Islam, rahimahullah, fis sahih, yani, damit, wie schon in der Vergangenheit, erwähnt hier auch Imam Uthaymin, rahimahullah, damit ist gemeint, dass dieser Hadith, yani, obwohl der Hadith in Sahih al-Bukhari verzeichnet ist, jedoch der Verfasser Sheikh al-Islam rahimahullah meint es noch umfangreicher. Und zwar, dass der Hadith im Allgemeinen authentisch ist. Yani, sollte nicht zu Verwirrung führen, dass man denkt, dass der Hadith, yani, wenn der Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagt, wa fi sahih und in sahih, dass man gleich denkt an Bukhari und Muslim. Sondern im Allgemeinen, dass der Hadith die Voraussetzungen, die Bedingungen eines authentischen Hadithen erfüllt. Und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum, yani, niemand von euch soll dies sagen, beziehungsweise keiner soll von euch so eine Aussage tätigen. Und hier la yaqul, diese yani, Untersagung und Verneinung bedeutet, dass es verboten ist. Das ist verboten ist. Und ighfirli, weil hier wurde erwähnt, yani, Allahumma ighfirli in shit, Allahumma irhamni in shit. Wenn sie zusammen in einem Satz erwähnt werden, Ar-Rahma und Maghfira, Imam Uthaymin rahimahullah sagt, dass Al-Maghfira hier die Bedeutung trägt, dass man errettet wird, und beziehungsweise verschont wird von einer Sache, die jemanden Angst macht. Und die zweite, yani, Ar-Rahma, irhamni in shit, yani, erbarme dich mit mir, wenn du willst, dies bedeutet, dass man yani, das Erlangen vom Gewünschten, vom Gewollten. Dann die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wa li ya'zam al-mas'ala. Yani, man soll in dieser Angelegenheit
so vorgehen, und zwar mit Entschlossenheit. وَلِيَعْزَمْ, yani man soll Lam hier, die Buchstabe Lam, beachten. Und zwar Lam, die Buchstabe im Arabischen Lam, ist, nimmt die Bedeutung von Befehl. Dann ist hier ein Befehl von unserem edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani der Gesandter sallallahu alaihi wasallam, es ist nicht nur eine Empfehlung, nein, es ist vielmehr ein Befehl, eine Anordnung vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass man in seine Fragen, in seinen Bitten, in seine Dua, dass der Diener dabei entschlossen sein sollte und keinerlei Schwankungen aufweisen und keinerlei Entschlossenheiten. Vielmehr sollte man mit Entschlossenheit seine Fragen an Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt ja, فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Denn wahrlich, yani niemand, und Imam Uthaymin rahimahullah sagt, hier erläutert der Gesandte sallallahu alaihi wasallam der Grund, wieso es verboten ist zu sagen, Allahumma ghafirli in shit und Allahumma irhamni in shit. Der Grund. Und zwar, فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, es hat keinen, der Allah ta'ala Sachen ja nicht aufzwingen kann. Beziehungsweise ihm Sachen verbieten und vorenthalten. Ma'ad Allah subhanahu wa ta'ala. Somit, yani Imam Uthaymin rahimahullah sagt, es gibt niemanden, yani, dass er Allah Ta'ala Sachen aufzwingt, beziehungsweise ihm Sachen ja nicht vorenthält. Denn die Angelegenheit, beziehungsweise die Angelegenheiten, allesamt, ausnahmslos, sind in Allahs Hand und nicht ja nicht in den Händen der Geschöpfe, die bedürftig sind zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und dann erwähnt Sheikh Uthaymin Rahimullah, einige Gründe, einige Erläuterungen, um es zu verdeutlichen, wieso diese Form von Fragen und Bitten verboten ist. Und zwar, Imam Uthaymin Rahimullah sagt, der erste Grund ist, dass wenn man sagt, Allahumma ighfirli in shit oder irhamni in shit, dies gibt einem das Gefühl, dass da jemanden ist, der yani an Allah Ta'ala Sachen aufzwingen kann. Und dass da jemanden ist, der dahinter ist, dass er imstande ist, an Allah Ta'ala Sachen yani, zu vorenthalten, beziehungsweise Sachen ihm zu untersagen. A'udhu billah. Und Imam Uthaymin rahimahullah fährt es fort und sagt, wenn derjenige, der diese Dua, dieses Form von Bitten yani anwendet, er sagt damit, beziehungsweise es beinhaltet dieses Form, in shit, wenn du willst, yani, ich zwinge dir, ja Allah, nichts auf, jedoch wenn du willst, vergib mir, und wenn du nicht willst, dann lass es sein. Das ist eine sehr, sehr schlechte Bedeutung. Der zweite Grund, sagt Imam Uthaymin rahimahullah, wenn der Mensch sagt, in shit, wenn du willst, als würde er,
damit sagen wollen, der Diener, dass diese Angelegenheit, für welche er Allah Ta'ala bittet, dass sie so dermaßen gewaltig ist, dass sie sogar auch für Allah Ta'ala zu groß sei. Subhanahu wa ta'ala. Als wäre diese Angelegenheit dermaßen so groß und so gewaltig, dass sie selbst für Allah zu groß sei. So, wenn du willst und wenn du kannst, so tu es dies für mich. A'udhu billah. A'udhu billah. Von solchen Aussagen und solchen Bedeutungen. Das ist nicht so, Imam Uthaymin rahimahullah sagt, führt ein Beispiel, das ist nicht so, yani, für die Angelegenheit unter den Menschen, und zwar, dass die Menschen, yani, wenn man von jemandem eine Sache verlangt, eine bestimmte Summe vom Geld, und man will dem anderen leicht machen, yani, nach dem Motto, wenn du kannst und wenn du imstande bist, dann gib mir, wenn du willst. Wenn man sagt ihm nicht, gib mir einfach das Geld, sondern gib ihm auch dieses Spielraum, wenn du willst. Jedoch das ist unter den Geschöpfen, die unfähig sind, die bedürftig sind, die schwach sind, die armselig sind. Jedoch Allah Ta'ala ist frei von diesen niederträchtigen Eigenschaften. Allah ist der Reiche, der Allfähige. Barakallahu fikum. Vielmehr yani, sollte der Diener yani, sein Willen sollten dabei viel größer sein, viel gewaltiger, viel intensiver, wenn er um eine Sache bittet. Denn nichts, yani Imam Uthaymin rahimahullah wiederholt es dies einige Male, nichts ist dermaßen so groß, dass es auch groß und gewaltig ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Sogar das Gewaltigste, was du dir jemals erdenken kannst, ist für Allah ta'ala leicht. Barakallahu fikum. Denn auch yani, die Wiederbelebung und die Wiederaufstehung der Menschen ist eine leichte Sache für Allah subhanahu wa ta'ala, obschon sie für die Menschen so gewaltig es scheint. Denn Allah ta'ala sagt, قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Wahrlich, bei meinem Herr, ihr werdet bestimmt auferweckt und ihr werdet bestimmt benachrichtigt über das, was ihr getan und gemacht habt in eurem Leben. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Und wahrlich, diese Sache ist eine leichte Sache für Allah subhanahu wa ta'ala. Leicht. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Yesir, barakallahu fikum, ist nicht azim, kebir. Subhanallah. Dann, yani, der dritte Grund, erwähnt Imam Uthaymin rahimahullah, wieso und weshalb so eine Form verboten sei, yani inshitta, yani irfirli inshit, irhamni inshit und so weiter und so fort. Der dritte Grund ist, denn man bekommt das Gefühl, wenn man so einen Satz sagt, dass derjenige, der was verlangt, dass er sich yani unbedürftig zeigt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt, yani, wenn du willst, so vergib mir, und wenn du nicht willst, so lass es sein. Yani, eigentlich bin ich unbedürftig dir gegenüber. A'udhu billah.
Dies bedeutet, Jani, das ist der dritte Grund. Und langsam, langsam, Jani, verstehen wir, weshalb und wieso es verboten ist, so zu sagen und solchen Jani, Satzbildungen zu gebrauchen und anzuwenden in unsere Bittgebete. Weil sie haben so eine negative Bedeutung. Dann Imam Uthaymin rahimahullah spricht über eine andere Angelegenheit, und zwar ein sehr wichtiger Punkt, was hier Imam Uthaymin rahimahullah anspricht, und zwar wenn man yani Allah Ta'ala bittet, sollte man dabei yani auch diese Entschlossenheit haben für die Antwort, die er von Allah Ta'ala yani erwartet. Sollte auch so eine Entschlossenheit oder beziehungsweise ist so eine Entschlossenheit auch von uns verlangt, dass man yani entschlossen ist und dass man sich sicher ist in diese Sache, dass Allah Ta'ala yani ihm antwortet. Denn Allah Ta'ala sagt, Ud'uni astajib lakum. Yani ruft mich, bittet mich, ich werde euch antworten. Und ich werde euch antworten. Dies hat Allah Ta'ala gesagt. Imam Uthaymin rahimahullah sagt, wenn man diese Antwort auf diese Frage, welche hier steht, wenn man es zurückführt zur Fähigkeit Allahs, dann ja, man ist entschlossen, denn Allah Ta'ala ist allfähig. Jedoch, wenn man es zurückführt zu der Person, die diese Dua macht und dass da irgendwelche Hindernisse dastehen, die es hindern, dass die Dua akzeptiert wird, dann sollte man, yani man hat diese, yani dieses Unentschlossenheit dabei, beziehungsweise man ist sich unsicher, ob die Dua erhört wird. Man ist sich unsicher, weil vielleicht hat man etwas getan, das Grund war, dass die Dua nicht akzeptiert wurde. Jedoch bei all dem, sagt Imam Uthaymin rahimahullah, bei all dem, man sollte yani husnudhan billah. Yani man sollte gut denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte gut denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Aussage Allahs, der Vers, ud'uni astajib lakum, vors Augen halten und als feste Überzeugung haben. Yani, so ruft mich, werde ich euch antworten. Sollte man dies yani überzeugt sein, mit einer gefestigten Überzeugung. Barakallahu fikum. Und dann erwähnt Imam Uthaymin rahimullah auch yani die Verbindung von diesem Kapitel, vom heutigen Kapitel, im Allgemeinen zum Kitab al-Tawhid. Woran besteht die Verbindung von diesem Kapitel zum diesem Buch, zum Kitab al-Tawhid? Imam Uthaymin rahimullah erwähnt zwei Aspekte. Der erste Aspekt, sagt Imam Uthaymin rahimahullah, ist verbunden mit Tawhid al-Rububiyyah. Ist mit Tawhid al-Rububiyyah. Wieso und weshalb? Weil, wenn man das Gefühl da vermittelt, in dieser Art des Dua, Allahumma ghafirli in shit, wenn man das Gefühl vermittelt wird, dass da jemanden ist, der über Allah Ta'ala steht und ihm Sachen yani genehmigt bzw. erlaubt oder Sachen ihm untersagt und ihm vorenthält, dass diese Sache, und sieht man jetzt hier, wie gefährlich diese Angelegenheit ist, diese Sache beinhaltet Angreifung bzw. Verletzung yani des Tawhid al-Rububiyyah. Des Tawhid al-Rububiyyah. Und so hat man nicht yani den Tawhid al-Rububiyyah verwirklicht. Barakallahu fikum. Und auch, sagt Imam Uthaymin rahimullah,
gleichzeitig verbunden mit Tawhid al-Rububiyya, wenn man diese Dua es anwendet, dieses Art, dieses Form, man gibt auch yani, das Gefühl da, dass da einige Sachen sind so gewaltig, dass sie auch groß und gewaltig für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Deswegen sagt man Inshid, wenn du willst, wenn du vermagst. A'udhu billah. Deswegen, diese Sache greift yani den Tawhid al-Rububiyya von dieser Aspekt. Und vom anderen Aspekt sagt Imam Uthaymeen rahimahullah, dass der Diener der Tawhid al-Uluhiyya verwirklichen muss und von ihm dies verlangt ist, durch dieses Fragesform, er gibt es nach außen das Gefühl, dass er unbedürftig ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt ja, in Shit, wenn du willst, vergib mir. Und wenn du nicht willst, dann lass es sein. Yani viel, ich mache mir nicht viele Sorgen und großen Sorgen darüber. A'udhu billah von solchen Bedeutungen und solchen yani, Sätzen. Barakallahu fikum. Deswegen daran besteht yani, die Verbindung. Dass da wird angegriffen, sowohl Tawhid al-Rububiyya als auch Tawhid al-Uluhiyya und sogar Tawhid al-Asma wa Sifat. Barakallahu fikum. Führt es an Imam Uthaymeen rahimahullah. Dann zum Schluss, wie üblicherweise, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah erwähnt die Angelegenheiten, die Masail. Die Angelegenheit, die erste Angelegenheit ist die Untersagung, dass man Ausnahmen in den Bittgebeten anwendet, dass man Ausnahmen es anfügt. Wie das Beispiel ist hier, Allahumma ighfir li in shit. O Allah, vergib mir, wenn du willst, wenn du möchtest. Dass diese Ausnahme, wenn du möchtest, ist verboten. Und die zweite Angelegenheit ist die Klarstellung für den Grund, für die Begründung, wieso es verboten ist, wieso es verboten ist. Und da, da haben wir ja nicht diese drei Gründe erwähnt, welche Imam Uthaymeen rahimahullah uns erläuterte. Die dritte Angelegenheit ist, dass die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam liya'zam al-mas'ala, yani vielmehr soll der Diener dabei entschlossen sein, und haben wir bereits ja in der Erklärung erwähnt. Und dann die vierte Angelegenheit, sollte der Wille des Diener dabei größer und gewaltiger sein in seine Frage, in seine Bittgebete. Und dann die fünfte Angelegenheit ist, die fünfte Angelegenheit ist, der Grund, wieso und weshalb sollte seine Wille größer und gewaltiger sein, weil es gibt nichts, was so gewaltig sein sollte, die auch für Allah Ta'ala so groß ist und so gewaltig, dass er diese Sachen nicht vermagen könnte. Vielmehr die gesamten Angelegenheiten sind leicht für Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selbst ja nicht die Wiederauferweckung, die Wiederbelebung, die so gewaltig für die Menschen scheinen sollte, ja nicht scheint. Jedoch für Allah Ta'ala ist diese Sache eine leichte Sache. Barakallahu fikum. Und somit sind wir zum Ende von diesem Kapitel und werden wir, bi'idhnillahi ta'ala, nächste Woche ein weiteres Kapitel behandeln.